Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play und einem wunderschönen Titelsong. Gott sei Dank kann ich meine Videos nicht monetarisieren, denn dann würde mir das Geld weggenommen werden jetzt an der Stelle, wahrscheinlich wegen dem Song. Aber vollkommen egal. Liebe Leute, wir können endlich Lorelei spielen, denn vor wenigen Tagen kam der Deutsch-Patch heraus. Ich habe gesehen, das habe ich glaube ich schon in zwei anderen Let's Plays erzählt, weil ich mich so gefreut habe. Ich habe den einen Tag oder Abend, ich habe keine Ahnung mehr, gesehen, hä? Steam hat einen Download für Lorelei. Oh mein Gott, das wird doch nicht die deutsche Sprache sein. Und dann habe ich geguckt, tatsächlich war es der Deutsch-Patch dafür. Und ich habe ja damals nach Cat Lady ist ja der erste Teil der Reihe, der zweite ist Downfall und der dritte ist Lorelei, der, wenn ich das richtig verstanden habe, die Story der Maden-Lady erzählen wird. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe einen Trailer, glaube ich, gesehen gehabt von dem Ganzen. Und da sah es so aus. Aber vielleicht liege ich auch vollkommen falsch. Also vertraut mir jetzt hier mal nicht. Und ich bin so gespannt darauf, wie es losgeht. Und ich freue mich so unglaublich drauf, da ich Cat Lady und Downfall richtig, richtig gefeiert habe. Ich werde beide Teile, wenn ich dran denke, hier im i verlinken. Wenn ich nicht dran denke, dann findet ihr es hinten auf jeden Fall in der Endcard. Und ich würde sagen, ich hab ein bisschen Angst davor, es zu starten. Und ich freue mich aber auch richtig drauf. Und ich will euch aber auch nicht länger auf die Folter spannen. Und mich auch nicht. Also, liebe Leute, es wird trotzdem in Englisch sein übrigens. Also englische, mündliche Sprache. Aber ich habe die Untertitel auf Deutsch eingeschaltet. Ich habe noch gar nichts gespielt bei dem Ganzen, auch wenn hier Laden steht. Ich habe gar nichts gespielt. Ich würde sagen, starten wir mal und gucken, was das alles für uns bereithält. Und ich liebe, 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 liebe diesen Soundtrack. Ich muss mir den unbedingt runterladen. Dies ist eine erfundene Geschichte und jede Ähnlichkeit mit echten Charakteren, Orten oder Geschehnissen ist rein zufällig. Even this pouring rain is trying to warn me. No. But I have no choice. I'll keep going back. For now. And then I'll leave Rosebery Lane forever. I deserve a better life. Oder die Tastatur vermutlich, oder? Ja, okay. Ich habe tatsächlich gerade gedacht, ob das ein komplett anderer Grafikstil ist, den sie gewählt haben, weil es so 3D-mäßig aussah, aber ist es nicht. Okay, wir können ganz normal mit ihr hier langlaufen. Ich kann auch nicht in den Hintergrund oder sowas. Rosebery Lane. Na dann, die Straße, Hausnummer, wie auch immer, das Haus kennen wir ja noch aus den vorherigen Teilen. I'm back. So I see. The prodigal daughter has returned. Prodigal? What? Oh, ich finde es sehr schön, dass wir ein Speichersymbol haben, sodass ich immer weiß, wo wir gerade sind. Wie konnte ich denn nochmal interagieren? Ich weiß es gar nicht mehr. How is my beautiful Lorelei? Well, I had a weird day.
I've bathed an old lady, been kissed by a ghost, and I will die tonight, someone's told me. Kapitel 1. Those old ladies always talk bollocks like that. Bloody mental, aren't they? Want to talk about it? Okay. Nein, ich möchte wirklich nicht reden. Vielleicht später. Ich bin am Verhungern und stinke wie ein nasser Hund. Woher willst du das bitte wissen? Du hattest doch selbst noch nie einen Job. Oha. Mehr können wir nicht wählen. Ich würde ihr jetzt nicht so hart ans Bein pinkeln wollen. Ist das dorthin dieses Van Gogh-Bild? Mit den Sonnenblumen? Also wir können. Also ich will auf keinen Fall streiten. Nehmen wir mal das klingt am freundlichsten. Enter, ich mein Enter. Maybe later. I'm starving and I stink like a dog. Well, you know where the bathroom is. But then I want to hear about today, yeah? Warte, ist das ein Veilchen? Hat er dich wieder geschlagen? Wait. Is that a black eye? Did he hit you again? Don't be silly. I tripped on the carpet. It's no big deal. Where is he? It wasn't him. He's in a pub, isn't he? Yes, it's John's night out. Like every Monday. You know that. It seems like for John, every day's a Monday. Ever since they closed down that stupid brick factory. He'll find a new job soon. Yeah, that's what he's been saying for what now? A year? Just let it go, will you? Bitte sei vorsichtiger. Das ist zu forsch. Das ist zu... Ne. Zickig. Nehmen wir das. Please, be more careful, Mom. I will, babes. I will. But don't worry about me. I'm a tough old bird, me. You hungry? Like a wolf. I've left you some dinner in the kitchen. Go, fill up your tummy, grab a bath, and we can talk about it later, yeah? What's for dinner? It's chicken curry. Yum. Ah, okay, jetzt können wir Dinge... Ah, okay. Was mich mal kurz interessieren würde, in den Optionen, kann ich da... Nee, ich kann nur Sprache an- und ausmachen. Also Untertitel meine ich. Ich wollte gern den Sound der Stimmen laut machen, im Gegensatz zur Musik, aber das geht hier nicht. Ja. Schade. Muss ich hoffen und irgendwie gucken, dass ich das in der Nachbearbeitung dann hinkriege. Okay, was haben wir hier jetzt gehabt? Sofa war gleich. Untersuchen, benutzen. Wir untersuchen erstmal. It stinks of cigarette smoke. Still raining. Sehr, 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 sehr schön gemacht. Mir gefiel schon der Stil der alten Teile. Sehr, sehr, sehr gut. Aber das, was sie jetzt hier gemacht haben, ist ein bisschen anders, finde ich auch unglaublich schön. Das ist ein Kinderwagen, ist ja noch ein Kind unterwegs. Ich finde auch, dass sie richtig hübsch ist. Ich mag voll ihren Stil, den sie hat. Ich mag diese Rosen in ihrem Haar. Die Stimmen sind unglaublich schön auch wieder ausgewählt. Also die der Mutter ist natürlich... Mit Absicht so ein bisschen kratzig gewählt, aber ich liebe ihre Stimme hier. Und ich finde, Lorelei ist ein wunderschöner Name. Ich bin so verliebt, obwohl ich noch nicht mehr gesehen habe als das bisschen Trailer. Aber ich bin so verliebt. So verliebt. Wir können hier nur zurück, ne? So smoky in there. Ja.
Hier schreit ein Baby, ne? Badezimmer, warte mal, wir gehen mal das Baby erst suchen. Lorelei's Zimmer. Spiegel. Mamas Schlafzimmer. I should check on Bethany first. Ja, da wollte ich ja. Ich dachte, sie ist da drin. Also ist die hier, oder was? Mother sleeps in there with that man and my baby sister. Dann schnell rein. Oh shit. Ist sie rausgefallen? What's my sister doing on the floor? Did she fall out of bed? Was ich zwischendurch noch sagen wollte, die Grafikqualität, die ich übrigens gewählt habe, ist fantastic. Also die höchste, die man haben kann. Man kann jetzt hier also nicht irgendwie, keine Ahnung, was weiteres einstellen. Aber ich finde auch immer, dass die Grafik hier gar nicht so viel, also gar nicht so wichtig ist, obwohl sie hier schon sehr markant ist mit den, mit der Farbgebung, den Schatten und so weiter. Aber wenn ihr eventuell bei mir auch Cat Lady und Dawnfall geguckt habt oder selber gespielt, dann wisst ihr, wie verliebt ich in diesen Stil bin. Beth ist aus dem Bett gefallen und du hast es nicht mal bemerkt. Als ob es dich kümmert, sie wollte nur etwas geknuddelt werden. Nee, wir müssen das schon sagen. Beth fell out of bed and you didn't even notice. Sweet Jesus. She was on the floor? Yes, but don't worry. She'll live. So go and have another fag. A glass of sherry, maybe. Let's have a fucking party in here. Lorelei! Is Beth okay? Yeah. We're all okay, aren't we? Wir müssen uns dringend unterhalten. Sieh dir die Wohnung mal an. Sie ist dein einziges Durcheinander und das bist du auch. Boah, ich finde, das klingt sehr, sehr vorlaut dafür, dass unsere Mutter ist. Natürlich ist unsere Mutter gerade ganz schön down, aber deswegen müssen wir trotzdem eine gewisse, ne, einen gewissen Respekt behalten. Ich glaube, das hier ist aber das Bessere von beiden. We need a serious talk. You're just gonna nag again. Look. I know that things got a bit out of hand the last couple of weeks. I admit, but... Mom, it's killing me. Don't be such a drama queen. There's no need for that. Can't you see what that man is doing to you? He saved this family when your father died and left us with nothing! That's what he's done. He's scum. He fought for this country. Can you even imagine the things he went through in Afghanistan? Wer hat jetzt in Afghanistan gekämpft? Der jetzige Typ, der anscheinend ein Arsch ist, oder unser Vater? Arschloch, nutzlos, ruiniert unser Leben. Wahrscheinlich der Neue dann, es tut mir leid. Aber ist ein Süchtiger, ein Krimineller und ein arbeitsloses Stück Scheiße. Wow, wenn er das ist, nehmen wir das hier anscheinend. I'm sorry, but he's an addict, a thug, and an unemployed piece of shit. And the only reason you're with him is that little fidget in your room, currently growing a nasty bruise on her tiny little head. It's not as easy as you think, Lorelei. No, it's very easy, Mum.
Two simple steps. Step one, you dump John. Step two, we fix what's left of this family. You and me. I don't want to talk about this tonight. Ich kann schon verstehen, ihr will einfach... Wow, hier hat gerade jemand von meinen Nachbarn so laut genießt, dass es geklungen hat. Als würde der in meiner Wohnung stehen. Was zur Hölle? Naja, ich kann sie, also die Mutter, also ich kann beide verstehen, aber ich kann die Mutter verstehen, die Angst davor hat, alleine zu sein, vielleicht sogar durch ihr Alter, sag ich jetzt mal, schon für den Rest ihres Lebens. Denn ich bin vermutlich halb so alt wie die Mutter und mir geht es schon genauso. Aber ich kann auch Lorelei verstehen, die sagt, hier, ich bin noch da, du brauchst niemand anderen außer mich und das ist aber halt auch nicht ganz richtig, ne? Ja klar, lass uns weiter so tun, als wäre alles gut. Geh jetzt nicht weg, Mama. Nimm das. Don't walk away from me now, Mom. I wanted to watch a film. It starts in a minute. Now, go to the kitchen and have your curry. And please eat at the table like a civilized person. Mom. I do feel hungry, though. Okay, ich möchte jetzt aber erstmal hier. It was my granddad's. Schaut mal, wie hübsch sie ist. So unglaublich hübsch. Die schönen Augen, dann haben sie die Lippen so schön gemalt. Die Haare sehen toll aus. Sie ist so ein typischer Mensch, der mit kurzen Haaren auch unglaublich süß aussieht. Ich bin ja mal so ein Fan von langen Haaren. Aber Menschen, die ein wunderschönes Gesicht haben, können auch kurze Haare haben. Und sie ist so einer davon, die sieht so toll aus. Bin so verliebt, ne? Habe ich im Flur irgendwas? It leads to the living room. Irgendwas vergessen gehabt? Nee, ne? Nee, okay. Dann würde ich sagen, schauen wir uns hier weiter um. Gehen wir ins Bad? There's a bathroom in there. Sieht auch super schön aus. Guckt euch mal den Boden an. Wie super gewischt der auch ist. Guck mal, hier spiegelt sich alles drin. Ist ja der Wahnsinn. Oh, wir spiegeln uns auch. Okay. Sieht aber sehr sauber hier aus. Dafür, dass sie gerade gesagt hat, dass das hier ein Durcheinander ist. These belong to Mom and John. I'm not using these. I don't want to catch anything. Also jetzt mal abgesehen von den abgeblätterten Fliesen da hinten und davon, dass an der Wand hier nichts dran ist und rechts beim Klo ist auch. Aber das, was da ist, sieht halt echt schön aus. I used to love my long hot baths. Then John forbade us to lock the door. Oh nein. Hat er sie belästigt? Shucks, I forgot to bring my towel. Okay, Flur waren wir. Oh, die Uhr. Dad gave it to Mom for Christmas 7 years ago. I bet she doesn't even remember. Das ist voll die schöne Uhr, ne? Ich schaue mir gerade die einzelnen Bilder an. Mit den Vögeln und so. Und das erinnert mich daran, als ich zur Grundschule gegangen bin, dann hing an unserer, also es war auch so angemalt, an unserer Wand der Grundschule, an einer der Wände, wo gar kein Fenster war, an so einer Seitenwand, war auch eine riesige Uhr aufgemalt mit den einzelnen Zahlen und mit Vögeln und je nachdem, welcher Vogel um welche Uhrzeit anfängt zu trällern, das war auch echt schön. Das ist unser Zimmer, ich möchte noch mal kurz bei ihr reingehen. And my baby sister. Okay. Na, sie schläft. Okay, kann man nichts machen hier drin? This little island of sanity in there is my room. Still proud to be British, eh? Ach so, benutzen. Sorry,
Das war nicht Absicht. Ich hab gedacht, sie untersucht die Flagge oder irgendwie sowas. Okay. Wir spielen anscheinend Gitarre. My little treasure. It never bothered me that I found it in the skip. Solange es cool aussieht. Na, wie süß sie sich aber auch hinsetzt, ne? Wie eine kleine Lady. Maybe now that I have a job, I can buy an iPod. But I'd still miss this old friend. Maybe later. Übelst schönes Kleid. It's my bathroom towel. I leave it here in case John tries to use it. Okay. Space um das Inventar. Ah. Okay. Brauchen wir später wahrscheinlich. Ein sehr, sehr schönes Kleid. Sylvia? Sylvia and me do not get along. She keeps taking my headphones. Ach, dort oben. Ich habe gerade gesagt, hey, wo ist denn Sylvia? You alright, Sylvia? Ich habe auch so einen Kopf. Nice headphones. But please ask me next time you want to borrow them, yeah? Allerdings, der ist Glas bei mir und den habe ich damals von meinem Bruder bekommen. Beziehungsweise, als er ausgezogen ist, hat er ihn einfach zurückgelassen. My safe little haven. Oh, I stink. I need a proper bath. Okay, wir sollen duschen und wir sollen aber auch was futtern, liebe Leute. Und das machen wir in der nächsten Episode. Ich freue mich so, dass wir das jetzt endlich haben. Also bis dann. Tschüss.